Heute haben wir den Erstflug von Fiable 2.6. Das ist ein vergrößerter Flügel im Vergleich zur Fiable 2.0 sozusagen. Der hier hat 2,60 Meter Spannweite. Im Modell verbaut habe ich ein GPS- und Telemetrie-Modul von Spektrum. Ein Sicherheitssystem OptiPower, der stellt Empfängerspannung bereit bei eventuellem Hauptakkuausfall. Und der Hauptakku selber hat 2300 mAh, 3S, ein ganz klassischer LiPo. Und dann habe ich einen einfachen Vierkanal-Empfänger von Spektrum. Gesteuert wird das Modell über Seitenruder und Höhenruder. Und das wollen wir jetzt mal montieren. Das Höhenruder wird lediglich eingesteckt über einen 1 mm Stahldraht. Vorne habe ich einen Torsionsstift und hinten kommt eine Kunststoffschraube rein. So, fertig. Die Tragflächen verfügen über zwei Holme. In jedem Holm sitzt ein 4 mm Stahldraht und weiter hinten noch ein Messingröhrchen. Das ist zur freien Flügelfestigkeit nicht notwendig, aber die Flügel werden durch Gummiringe niedergehalten und an der Stelle drücken die Gummis. Das werden wir gleich sehen. Der Flügel kommt einfach drauf und wird mit Gummiringen festgeschnallt. Zum Schluss kommt die Kabinenhaube drauf, die hält hinten mit Hilfe von zwei Magneten und vorne mit einer Zunge. Zack, das war's. Was ich bei Zweiachsseglern sehr gerne mache, ich fliege hier Mode 2, das heißt, hier habe ich Gas. Dann habe ich das Höhenruder, das Seitenruder, das war soweit klar, aber was ich mache, ist die Querruderfunktion auf Seitenruder mischen. Das heißt, ich habe hier kombiniert mehr Ausschlag und in dieser Richtung kompensiert sich der Ausschlag im Prinzip. So, jetzt wird es spannend. Der Erstflug steht an. Ich nehme mal stark an, dass der Schwerpunkt dieselbe Position hat wie vorher. Damit bleibe ich auch bei der Trimmung und probiere es mal aus. Ein bisschen nach rechts trimmen. Soweit kein Problem. Dann gehe ich mal ein bisschen höher. Schön, wie der Flügel sich biegt und arbeitet. Höhe 63 Meter. Okay. So, wieder ein bisschen mehr nach rechts. Schön. Wie ich es erwartet habe, fliegt das Modell mit den größeren Flügeln deutlich träger um die Kurve. Aber das macht nichts, er ist ja auch ein großes Flugzeug, darf auch mal träge fliegen. Lässt sich auf jeden Fall schön steuern. So macht das Spaß. Höhe 77 Meter.
Reißt sehr schön. Sehr eigenstabil. Glück geglückt.